Er ist wieder da, der Behrensen Winterapfel. Er schmeckt so richtig gut nach Äpfeln und winterlichen Gewürzen. Heiß oder eiskalt, knackiger Spaß im Glas. Unser Auto, wir hatten... Könnten wir hier übernachten? Gewiss, nur der Geist von Milady. Wow, ob die mit uns einen Tee trinken würde? Milady ist anspruchsvoll. Vielleicht hat sie ja Lust auf einen Schokoriegel. Schokoriegel? Wie wär's mit der wahrscheinlich längsten Praline der Welt? Die längste Praline der Welt? Glaubst du an Geister? Normal nicht. Sind die lang? Ich bin begeistert. Ich auch. Sie ist weg! Hey, und unsere Duplos auch? Für die einen ist es Duplo, für die anderen die wahrscheinlich längste Praline der Welt. Ich bin begeistert. Weißt du, wie kann man Pizza-Freunde randlos glücklich machen, eh? Ist Bistro Ciabattino. Was ist das erste Pizzabrot aus luftig lockerem Ciabatta-Teig? Das schmeckt der Rand so gut wie Füllung. Bistro Ciabattino, die Alternative zu Pizza. Neu und heiß und nur von Iglo. Bistro Ciabattino. Schlechtes Wetter? Kein Problem. Jetzt gibt es die neuen Jacken und Schuhe mit Sympatex. So macht wirklich jedes Wetter Spaß. Alle Wetter Sympatex. Wo ist der Deinhard? Wo ist der Deinhard? Am Fuße der Alpen im milden Klima Italiens gedeiht sie, die Carmagnola-Minze. Und nur Tic-Tac hat ihr einzigartiges Aroma. Mild und voller Frische zugleich. Tic-Tac. Deshalb ist Tic-Tac so angenehm mild und erfrischt den Atem 2 Stunden lang. Tic-Tac mit der Frische der Carmagnola-Minze. Esso hat jetzt die umweltschonenderen Kraftstoffe, die sauberer verbrennen als jemals zuvor. Für alle, die an die Zukunft denken. Esso, hier ist die Energie. Frau Frisches Dab-Pilsener. Zum Wohlsein. Dab. Auf die nächste Kulmerer Filmnacht freue ich mich ganz besonders. Ein einziges Geschenk. Erstens keine Werbeunterbrechungen. Und dann die Filme. Da gibt es Wall Street mit Michael Douglas. Dann gibt es Bugsy mit Warren Beatty. Dann gibt es White Nights mit Gregory Hines und Michael Baryshnikov. Und dann natürlich mein Stargast, Senta Berger. 29. November, 20.15 Uhr, Sat.1. Sat.1 präsentiert Anthony Edwards, Eric Roberts und Sam Neill. Ich finde heraus, was in diesem Haus geschah. Im Welterfolg von Truman Capote. Kaltblütig. Aufwühlend, mitreißend. TV Neu. Sorgt für einen aufregenden TV-Abend. Fernsehwoche. Besonders sehenswert. TV Hören und Sehen. Kaltblütig. Dienstag, 20.15 Uhr in Sat.1. Das Treffen der Generationen. Sie da, hier ist der schnelle Bankkreuzer Orion 7. Energie! Das Treffen der Generationen. Werbespots der Welt. Präsentiert von Fritz Egner. Herzlich willkommen bei den witzigsten Werbespots der Welt. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Der Schnitt eines Films und die dabei ausgewählten Bilder haben einen großen Einfluss auf die Atmosphäre, die ein Film haben soll. Weil in der Werbung immer wenig Zeit ist, sind die Details, die man zeigt, und der Schnitt, den man wählt, ein ganz wesentliches Mittel. Ich will Ihnen das an einem kurzen Beispiel demonstrieren.
Wenn die ersten Bilder, die Sie groß zu sehen bekommen, diese hier sind, ein Brieföffner, ein aufgerissenes Briefkuvert und so eine Seite eines Briefes, dann erwarten Sie als nächstes eine Person, die am Schreibtisch sitzt und diesen Brief liest. Wenn aber das hier die ersten Bilder sind, ein Tintenfass, die Kappe eines Füllfederhalters und eine Briefmarke, dann vermuten Sie eher eine schreibende Person im nächsten Bild. Obwohl alle diese Dinge gleichzeitig hier auf dem Schreibtisch liegen, hat die Reihenfolge, wie die Kamera sie Ihnen zeigt, wesentlichen Einfluss auf das, was Sie als nächstes erwarten. Und genau so ist auch der nächste Spot aufgebaut. Oder Sie schicken eine Karte mit der neuen Sternzeichen-Briefmarke. Hanna? Hier ist Simo. Simo? Simo! Es ist nichts Besonderes. Ich dachte nur, ich rufe dich mal an. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass du gerade jetzt anrufst. Oh, wirklich? Ja. Hör mal, kannst du nicht sofort kommen? Seit einer Stunde steht ein komischer Typ im Regenfall. Ich habe das Gefühl, er beobachtet mich. Oh, es regnet? Ja. Simo, komm sofort rüber und ich behalte den Typen im Auge, bis du hier bist. Okay. Denkst du daran, von zu Hause auszuziehen? Hol dir das Anfängerpaket aus dem Postamt. Du wirst alles darin finden, was du nicht willst, aber brauchst, um ein eigenes Leben zu beginnen. Menschen halten Haustiere von jeher als Nutztiere. Pferde zum Beispiel ziehen Kutschen, Ochsen wurden früher vor dem Pflug gespannt, Katzen fangen Mäuse, Bienen produzieren Honig, Hunde bewachen Haus und Hof. Aber ich wette, Sie wissen nicht, welches Tier Strom produziert. Also ich zeige es Ihnen am besten. Schließlich haben die Tierfilmer aus der Werbung offensichtlich keine Kosten und Mühen gescheut, um diese folgenden Bilder für Sie einzufangen. Achtung, Stromausfall. Oh no. Lux Compact Power überraschend leicht ist. Werden Sie merken, dass er auch überraschend kraftvoll ist. Der Compact Power. Intelligentes Design von Electrolux.
Sie bräuchten vielleicht doch einen größeren Fernseher? Gradiente. Fernseher mit großem Bildschirm. Gud, du skulle se hans ögon. Vi ska ses ikväll. Typ nu. Vad tror du om jeans då? Han ser ut som en jättesnygg Kevin Costner. Jag ringer imorgon och berättar allt. Okej, hej. David Ogilvy schrieb in seinem berühmten Buch Für Werbung: Für einen erfolgreichen Werbespot braucht man einen Autor, der mit den Worten meisterlich umgehen kann, einen Künstler, der ein gutes Auge hat, einen Regisseur mit Gespür für Psychologie, der die Kaufmotivation der Menschen begriffen hat und dazu einen Verkäufer mit Überzeugungstalent. Aber, so sagt er weiter, keine der Zutaten darf Übergewicht haben. Die richtige Mischung ist wichtig. Na, dann schauen wir mal, ob die Produzenten der folgenden Werbefilme das Buch auch gelesen haben. Beeilung! Harter Tag, hm? Ja, ich krieg einfach nichts hin. Du hast richtiges Talent. Du musst dich nur konzentrieren. Ach, glaubst du? Ich verrate dir ein Geheimnis. In diesem Spiel geht es nur um Technik. Soll ich es dir demonstrieren? Willst du? Ja, klar. Kriegen wir hier mal einen neuen Trainer? Fußball ist am besten, wenn man aufpasst. Darkbladet, beste Berichterstattung über englischen Fußball. Dein Tier, das unbekannte Wesen. Wenn Sie bisher dachten, Sie kennen sich mit Tieren aus, dann werden Sie jetzt gleich sicherlich einige ganz neue Verhaltensmuster bei Pinguinen, Hunden, Ameisen und Hühnern feststellen. Dazu muss allerdings gesagt werden, dass Ähnlichkeiten mit tatsächlich lebenden Tieren völlig zufällig wären. Ich hoffe es zumindest. Ich glaube, ich fahre mit Ralphie ein bisschen spazieren. Thank you.
Krankenschwestern bis zu Parkwächtern, von Bibliothekaren bis zu Essen auf Rädern. Wenn sie gehört werden wollen, sprechen sie einstimmig. Eisfreies Schockgefrieren mit dem neuen Kühlschrank von Aristo. Die Werbung, auch die witzige Werbung, schaut ihr immer wieder gerne in die Schlafzimmer der Menschen. Wenn Sie wissen wollen, was es da so zu sehen gibt, dann bleiben Sie dran, wir sehen uns gleich wieder. Wenn's bei Ihnen auch mal so düster aussieht, brauchen Sie für die neuen Versicherungen mit ARAG Plus keine Beiträge zu zahlen. Zum Beispiel bei Arbeitslosigkeit. Wenn's drauf ankommt, ARAG Rechtsschutz. Wir machen das schon. Er ist wieder da, der Behrensen Winterapfel. Er schmeckt so richtig gut nach Äpfeln und winterlichen Gewürzen. Heiß oder eiskalt. Knackiger Spaß im Glas. Hey, wer bist du denn? Der wahrscheinlich ärmste Roboter der Welt. Und warum? Spannungsbarometer fällt, Spieltrieb null, Sensoren melden Schokobedarf. Und überhaupt könnte hier mehr los sein. So viele Wünsche auf einmal? Da gibt's nur eins. Galaktisch! Kinderüberraschung, Spannung, Spiel und gute Kinderschokolade. Voller Spieltrieb voraus! Und was ist mit mir? Hm? Kinderüberraschung erfüllt drei Wünsche auf einmal. Discovery Channel, ein Kanal nur für Dokumentationen und über 30 weitere Spartenkanäle. Hier sehen Sie's. DF1, überall, wo es Fernseher gibt. Es war kein Unfall, Sir. Sorgen Sie dafür, dass er Befehle von einer Frau akzeptiert. Ich halte Sie nicht für blöd. Das ist Ihr Plan? Das ist mein Plan. Ein Typ ist mit einer Bombe entkommen. George Clooney, Nicole Kidman, Projekt Peacemaker im Kino. Eines der feinsten Premium-Pilsener unserer Tage ist in einer Stadt zu Hause, deren Meisterwerke schon immer die Geschichte mit der Zukunft zu verbinden wussten. Berliner Kindl, das Meisterwerk. Aha, Sie haben mal einen ganz gewöhnlichen Frischkäse genommen, anstatt den Original Philadelphia. Obwohl nur Philadelphia so unwiderstehlich sahnig und frisch ist. Sollten Sie sich das nächste Mal nicht lieber gleich für den unwiderstehlichen Philadelphia entscheiden? Philadelphia, unwiderstehlich sahnig. Lichtjahre voraus, Future Trends Volume 3 in 2 Tagen endlich im Handel. Wie sieht Ihr nächster Traumurlaub aus? Kultur mit Meyers Weltreisen? Inge? Die Touristikgruppe LTU hat den Urlaub, von dem Sie träumen. Freuen Sie sich auf Ihren Urlaub. TV Movie, die mit dem Filmstreifen und dem Movie-Star, jetzt. Die rote Schleife. Seit langem erkennen Sie daran unser Bestes von Persil. Einmal im Jahr heißt es zugreifen. Vorrat zum günstigen Preis. Weil Persil den 90. Geburtstag feiert, ist unser Bestes diesmal ein besonderes Dankeschön an Sie. Erstmalig der 2x1,5 Kilo Doppelpack Persil Megaperls in der Vorratsbox. Nie war unser Bestes so günstig. Nur jetzt Persil Megaperls in der 3 Kilo Vorratsbox. Genießen Sie jetzt wieder die feine Weihnachtstrüffel von Rittersport. Quadratisch, praktisch, gut. Wer gibt sich schon mit weniger zufrieden als mit HP Fotoqualität? HP
BP. Starker Ausdruck, starker Eindruck. Was ist denn hier los? Ja, das weiß ich doch nicht. Herzklopfen. Oma, Schwester. Was? Das ist ja prima. Sowas wie Sie hat uns gerade noch gefehlt. Okay, okay. Gibt's sonst noch was vielleicht? Nein. Nein, dann bloß an die Arbeit. Herzklopfen in Sat 1. Wo ist denn der Rest der Familie? Ja, wir winken dir, aber du musst auch gucken. Herzklopfen in Sat 1. Fahndungsakte am Montag. Eine Familie geht einkaufen, kurz vor Feierabend. Plötzlich stürmt ein bewaffneter Mann in den Supermarkt, bedroht Kassierer und Kunden. Zweiter Täter schießt sofort. Bei Einkauf Mord. Fahndungsakte Montag. Unbekannte warten in der Wohnung von Waltraud S. Um Mitternacht kommt sie nach Hause. Waltraud S. hat keine Chance. Sie wird misshandelt und gefesselt. Fahndungsakte Montagabend. Sat 1. Ich will's wissen. Staatsanwalt, Ex-Bulle, Hannes Jennecke. Sag, Dezember in Sat 1. Sat 1. Ja, hier sind wir wieder mit den witzigsten Werbespots der Welt. Natürlich kriegen wir immer wieder Post von Ihnen. In den Briefen finden wir Meinungen, aber auch häufig Anregungen zur Sendung. Ein Zuschauer schrieb uns beispielsweise, dass wir die erotischen Werbespots viel zu wenig berücksichtigen würden. Sie haben schon recht. Also haben wir uns gedacht, dass wir mal ein paar richtig handfeste Bettgeschichten für Sie zusammenstellen. Ne? Wie hätten Sie es denn gerne? Sie können dieser bedauernswerten Frau helfen, indem Sie die gelben Seiten zur Rate ziehen. Zum Beispiel Zäune. So absolut cool ist sie, doch finnigste, finnigste hier. Neun Flaschen Champagner? 11. Sous? Zwei Tickets nach Hawaii? Bamarindus Visa. Die Karte, die Ihnen weltweit in über 12 Millionen Einrichtungen Kredit gewährt. Den ganzen Kredit. Heiratsurkunde? Bamarindus Visa. Das ist alles, was Sie brauchen. Monat. Gunat. Gunat. Also, um ehrlich zu sein, für meinen Geschmack war mir der letzte Spot dann doch schon ein bisschen zu herbe. Darum haben wir mal bei der Agentur nachgefragt, die ihn produziert hat. Wir bekamen die Auskunft, dass dieser Film vom Anbieter Elfa gestoppt wurde, weil offensichtlich Leute elektrische Schläge bekamen, als sie das nachgemacht haben, was da zu sehen war. Er wird in Norwegen also nicht mehr gezeigt. Meine Bitte an alle großen und kleinen Zuschauer, egal was man im Fernsehen sieht und alles, was gefährlich zu sein scheint, ist halt nur ein Filmtrick und man sollte sowas keinesfalls zu Hause ausprobieren. Bei uns geht es jetzt noch ein bisschen weiter mit Erotik, im weitesten Sinne zumindest. Die folgenden Spots laufen unter dem Motto Spaß mit Sex. Próxima vez, use Lee Jeans.
Das neue hautfarbene Lady Fittig. Nichts zu sehen, nichts zu riechen. Sicherheit zuerst, sonst verderben Sie sich Ihren Spaß. Das gleiche gilt fürs Autofahren. Volvo 850 aus Schweden. Bei den Werbeclips, die Sie jetzt gleich sehen, zeigt sich eines ganz eindeutig. Andere Länder, anderer Humor. Zum Beispiel würde es einer deutschen Werbeagentur sicher nie einfallen, sich über ein kirchliches Thema lustig zu machen. Aber wenn man den nun folgenden Spot so sieht, dann stellt man schnell fest, dass hier auch weniger die Kirche Zielscheibe ist, sondern viel eher die Medien, die jederzeit und überall und über alles live berichten wollen. Aber auf das, worauf es wirklich ankommt, gar nicht sehen. Guten Abend, ich bin David Cronman. Heute haben wir neue Informationen über den Aufenthaltsort von Jesus Christus. Weiter nach Michigan. Hi David, der kleine Billy Lawson soll angeblich die heilige Gabe haben, über das Wasser gehen zu können. Danke, John. Michigan, bewahren Sie Ihren Glauben. Machen wir weiter. Nein, warten Sie. Bitte Pat Minette. Hi David, wir werden gerade Zeuge, wie ein hiesiges Talent namens Steven Rocco seinen Großvater heilt. Ich bin Pat Minette. Vielen Dank. Und die Fahndung geht weiter nach dem meistgesuchten. Cliff Jones behauptet, er kann Leitungswasser in guten französischen Wein verwandeln. Sicher finden wir Jesus nächste Woche. Gleiche Uhrzeit, gleicher Kanal. Ihr David Cronman. Gott, ich hasse diesen Job. Fünf Jahre jeden Sommer fischen in Norwegen mit Vater ist genug. Dieses Jahr hat Mutter Karten bei Colorline gekauft. Jetzt durchquert die Familie Europa mit dem Auto. Colorline, der farbenfrohe Urlaub. No niin, Petteri. Kyllähän sinä tämän osaat. Muistutaan, että tuohon nappiin et sitten koske. Ai mihin? Tää vai? Jyrki, tänne. No niin, Jyrki. Kyllähän sinä tämän osaat. Muistutaan, että tuohon nappiin et koske. Ethan. Ai tohon mukaan. Machen Sie Urlaub. Ich höre andere Ihnen dazu. Von dem Lehrer im letzten Spot, da haben wir nun alle was gelernt. Es kommt immer darauf an, den richtigen Knopf zum richtigen Zeitpunkt zu drücken. Zum Beispiel, wenn es um die Programmwahl geht. Wählen Sie doch einfach Sat.1. Damit ist uns allen gedient und Sie verpassen nicht die nächste Sendung der witzigsten Werbespots der Welt. Ich freue mich auf Sie. Auf Wiedersehen. Yeah.
Ranissimo, der gute Ton des Fußballs. Ein Leckerli, ein Appetithappen. Ranissimo, ein Hochgenuss. Ranissimo, Sonntag, 19 Uhr, in Sat.1. Thomas Gottschalk lädt Sie ein zum Sat.1-Event des Jahres. Roger Moore, Gérard Depardieu, Claudia Schiffer, David Hasselhoff, Boris Becker, Uschi Glas, Eros Ramazzotti und viele, viele mehr. Große Stars für eine große Sache. Sat.1 und Jon Tiriak präsentieren die Nacht der Stars. Die große Spendengala der ATP-Tour zugunsten von UNICEF. Powered by TVNeu, Expo 2000, ATP-Tour. Das Sat.1-Event des Jahres am Sonntagabend.